Tata, guten Morgen, liebe Leute. Ich bin mal wieder hier beim Schneiden für euch. Der nächste Tag ist angebrochen. Wir haben heute schon. Das ist eine gute Frage. Was haben wir heute? Donnerstag. Donnerstag haben wir schon. Ja. Und ich habe heute zu schneiden nicht so viel Interessantes. Ich glaube, gestern ist nicht so viel Interessantes passiert im Laden. Bin mir ja nicht so sicher. Ich glaube, da gibt es nur so diese ein mehr oder weniger Hinweis von mir, dass man ruhig dem trauen kann, was ein Fahrradhändler zu einem sagt, zumindest. Heute kommt die Bestellung an für das gute, defekte Vorderrad. Also das ist ja nur ein Vorderrad, dann was dann dran kommt. Das wird dann eingebaut und dann ist das gut. Dann fährt dieses wunderschöne Fahrrad auch wieder. Und da muss man sich dann nicht mit rumquälen. Bremsbeläge habe ich bestellt, das Vorderrad habe ich bestellt. Mehr eigentlich nicht. So viel ist es ja nicht. Ne? Müssen wir mal gucken. Also jetzt wird geschnitten und dann geht das los. Pucki raus, alle raus und dann los. Hallo. Moin. Ich habe mal wieder ein paar Pedale, Lagerwechsel. Ach. Aber die haben länger gehalten, die guten Hochpedale. Aber da ist dann doch irgendwann Wasser drin hier und haben die dann angefangen zu knarzen. Aber die hatten wir doch schon mal. Nee, was waren die nee, anderen? du Crate hast Brothers. Race Face. Race Face. Ja, muss ich mal sehen. Das Problem ist, ich bin ja schon ganz schön voll hier mit Arbeit. Ja, die Dinger sind noch nicht so eilig, weil ich habe davon drei Paar und also die sind so zum Austausch. Okay, dann sag mal eine Telefonnummer an. Dann habe ich zu Hause noch ein Rennrad, das will ich weiterverkaufen. Dann bräuchte ich irgendwie mal eine Inspektion und mit so einem Schrieb am besten, dass alles in Ordnung ist. Dass ich das mal vorbeibringe. Das habe ich eigentlich hab ich letztes Jahr selber gekauft gebraucht und habe es nur auf dem Heimtrainer benutzt. Okay. Das ist eigentlich top in Ordnung, aber das ist ein Obea. Probieren. Da will ich 700 Euro für haben und da brauche ich halt irgendwie morgen Schrieb. Reiß auf! Reiß auf! Reiß auf! Hey! So, guck mal, was da drin ist, so schön. Da sind noch mehr Pakete. Ja, wir sind ja zugesteckt. Was ist denn so, das ist fertig. Ich muss mal zu schreiben. Hier, für Bremsen. Ja, die packen wir gleich da hinten hin. Und wenn das hin erst weg? Gleich, machen wir gleich weg, aber machen wir gleich zusammen. Das ist. Nochmal hier rein. Das, rein. Das da oben? Nee, das da oben ist ein Geschenk an uns. Das Vorderradblatt. Das ist. Jetzt schaffe ich das ja. Sehr gut. Ja, dann nehmen wir den ganzen Karton mit. Nehmen wir den mal mit nach hinten. Kann ich auch kaufen. Was haben wir denn hier? Da müssen die alle aus der Tüte raus. Die Tüten kannst du da wieder reinmachen. Okay. Du kannst ja auch. Genau, mach das da. Zum Glück habe ich hier noch ein bisschen Stahl. Kann ich die Kartons auf den Boden hinstellen? Ja, klar. Kann man jetzt hinterher noch verwenden für Pakete? Achtung, Achtung! Achtung! Und was ist, wenn das hier zu voll wird und hier passt keiner mehr? Passt, die passen. Sind nur 10 Stück, die müssen passen. Die gehen ja auch schnell weg, die Dinger. Und die Tüten brauchen wir, die legen wir ja eh wieder zusammen, die brauchen wir für andere Sachen. So, jetzt mache ich mal. Das Fell passt mir jetzt. Sehr gut. Dass so viele wegkommen? Das ist super, dass viele kommen. Ich meine, umso mehr, umso besser. Wir müssen ja echt irgendwie Geld verdienen. Geld verdienen, auch Rechnung jetzt bezahlen. Jahresanfang war, aber so geht es jetzt allen natürlich, ne? Mhm. Alle haben am Jahresanfang ihre Rechnung zu bezahlen, Versicherung, Auto. Etc. Denn die normalen Kosten, Miete, Strom, Gas,
Betriebskosten. Das hier, glaube ich, passt auch nicht gerade. So, den. Ach du Scheiß. Darf man nicht. Ach du dicket Ei. Na, was ist denn da? Siehst du das? Da hat die Felge komplett kaputt gefahren. Das habe ich auch noch nicht gesehen, so derbe auf einer Aluminiumfelge. Könnt ihr das sehen? Hier? Voll kaputt. Das ist definitiv dann Snakebite gewesen. Und jetzt muss ich versuchen, das zurückzudengeln. Jetzt habe ich doch gestern glatt meine ganzen Sachen weggegeben zum Dengeln. Meine ganzen Holzklötze, meine kleinen. Ja, das ist jetzt nur kein Hit, neue zu machen, aber. Fertig? Mhm. Nichts weiter drin? Nein. Okay, was ist denn da noch? Diese anderen Sachen kannst du noch mal durchschneiden. Diese Reifen und mal herbringen und aufschneiden und gucken, dass wir die wegsortiert bekommen. Mhm. Genau. Stell die da ran und dann schneidest du die auf. Mhm. Die und Bänder. Das Papier ab. Sieht aus, als hätten wir Löcher ab hier. Dass man den Reifen noch verwenden kann. Soll auch das Papier hier? Nein, das bleibt dran. Okay. So, da und diese. Da, wo soll es denn anders hin? Das bleibt dran. Und darf ich dir jetzt helfen? Da machst du doch schon die ganze Zeit. Ist doch alles schon Hilfe. Guck mal, ist das für Alex sein Fahrrad? Hier, das ist für Alex ein Fahrrad. Nichtsdestotrotz brauche ich jetzt was zum Dengeln. Und wo sollen die Unterlagscheiben rein? Wenn ich musste dir erstmal eine große Kiste nehmen, wo noch nichts drin ist, oder die hier, dann machst du erstmal alles da rein. Okay, auch dieses Metall hier. Du machst das. Dass wir das die Dinge kriegen hier. Ja, das ist doch schon gut sortiert, diese ganzen Sachen. Da suchst du dir auch hier die Schrauben. Die kommen auch in deine, in die Box hier. So. Jetzt müssen wir so ein bisschen richten mit dem, was wir haben, arbeiten. Ne? Dem hier. Das ist zwar Weichholz, aber. Ja, das. Das mal bist du sehen auf. Ja. Naja, das ist nicht ideal hier, aber. Wo sollen die langen Nägel? Aber das ist okay. Die langen Nägel kommen auch in die kleine Box. Das ist überhaupt nicht ideal. Das ist völlig aufgeworfen, das ist kaputt. Das ist kaputt. Die frohe Nachricht werde ich ihm überbringen. Also muss ich ihm sagen, dass er leider das Hinterrad wohl tauschen muss. Denn auch hier gilt, defekt ist defekt. Glaubt's mir. Und ich jetzt einen Schlauch, hau den rein und das war's mit der Reparatur. Okay, haben wir. Auf Pumpen und fertig. Belassen wir es bei 5,5 Bar oder so.
Da ist die Beule. Sieht aber ganz manierlich aus. Sie schneidet nicht in den Mantel ein. Das ist wichtig, dass sie das so ein bisschen rausgebogen haben. Natürlich, und sie wölbt sich jetzt auch noch nicht nach außen. Auf der anderen Seite ist es okay. Also, wir haben es echt so schräg aufgehirscht sein. Das ist natürlich die Seite zum Bürgersteig hin, wo man dann so schnell mal so rüberballert. Und die Seite kommt als erstes an. Auch der Reifen ist okay. Das ist nicht mehr der beste, obwohl er noch nicht mal abgefahren ist. Er hat schon ordentlich Bordsteine mitgenommen. Sieht man immer hier. Mit wenig Luft. Schade. Ein bisschen mehr Pflege. Hier sind noch die ganzen Puppel hier oben drauf. Hier diese ganzen Pinüppel hier. Na, da muss man sich jetzt aber entschuldigen für. Oh, das ist sehr gut, mein Luki. Hm, das ist besser. Ich nur mit dabei. So, eins. Felgenband, Reifen, Schlauch. Und das Ding. Felge. Das muss hier ran erstmal. Loch auf Loch. Loch, Loch, Loch. Na, wisst ihr ja Bescheid. Loch. Da bist du ja Loch. Ich muss es so rum, dass das rauskommt. Genau, das hier die Werbung mal um. Hier, ne? Da. Und so legst du das jetzt rein, darfst du nicht verrutschen. Hier oben festhalten mit dem Finger. Kriegt man das auch raus wieder, wenn man sich verrutscht? Da muss man es richten, ja. Das kann man machen. Nee, nee, auf keinen Fall. Das lernst du ja nichts. Ich kann das machen, ja. Aber das macht sich sofort wieder lose. Nee. Nee? Schon aufgeben? Jetzt schon? Das schaffst du. Komm. Das macht sich alles wieder lose. Ja, du hältst hier oben drauf. Richtig, ne? Ja. Kannst du jetzt nicht mehr weg. Okay? War schwer. Nee, nee, ist recht. Um die zu beweisen, musst du das nochmal. Hast du ja gesehen jetzt, wie es geht? Das ist doch in Ordnung. Üben. Mensch, muss man üben. Kein Problem. Und so kriegt man es wieder raus. Ja, also, Finger rauf. Und dann. Na, halt du meinen Finger auf. Ich will das nicht für dich halten. Oder mach das so meinetwegen. Und halt das fest. Halt den Schraubenzieher hier fest. Mit einer Hand, genau so. Und jetzt einmal rum. Weiter, 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 weiter. Jetzt wird es gleich schwer. Klappt, oder? Mhm. Kleiner Trick, wenn man nicht so viel. Wo seid ihr denn? Hier. Kleiner Trick, wenn man nicht so viel Kraft hat, nimmt da einfach einen Schraubenzieher, steckt den hier rein. Könnt ihn hier festhalten und dann könnt ihr das Felgenband so aufdrücken. Ja, dann verrutscht es auch nicht so. Kleiner Trick. Für kleine Menschen. Das kommt so rum. Na, es ist ein Vorderrad, das ist jetzt erstmal egal. Okay, das geht nicht. Das geht nicht, weil das schwer. So.
Na, schaffst du? Autsch. Hab ja gesagt, es geht schwer. Mit dem. Aber hab geschafft. Jo. Hast du gut gemacht. Ist nicht eingeklemmt. Einschick. Rest muss ich machen. Wieso? Da rein. Das machen wir gleich zusammen. Ich muss erstmal hier. Guck mal, wie verbogen der ist. Das zeigen wir auch den Leuten hier. Könnt ihr das sehen? Die hier, die stimmt nicht mehr. Komplett nach hinten gebolzt. Normalerweise tauschen heißt das. Wahrscheinlich ist auch der Sockel verbogen und du weißt mal nicht genau. Arbeit soll ja immer so wenig wie möglich hier erfolgen. Bitte nur fahrbereit machen. Ja. Wirklich? Hat er das gesagt? Naja, wisst doch die meisten. War nicht so viel. Was kaputt ist, nochmal reparieren. Okay. Next. Okay. Boah, ich schwitze wie Sau, ey, in dem Ding. Hallo? Alles gut? Hast du Corona? Ja, hab ich. Hast du auch? Nee. Wieso nicht? Ich bin gesund. Okay, ich auch. Was willst du, Schrott? Ja. Hast du was oder? Hab ich. Lass mal so Corona begrüßen. Corona-Gruß. Ja. Ja. Schrott ist abgeholt worden. Wunderbar. So soll es sein. Das ist jetzt auch fertig. Next. Next. Haben wir hier. Wurde demoliert. Und zwar wurde hier ins Hinterrad reingetreten, hier in die Seite. Die Strebe habe ich schon wieder gerade gebogen. Aber hier wurden zwei Speichen rausgetreten. Diese und diese. Die sind zu ersetzen. Dementsprechend ist das Hinterrad total schief. Ich hoffe, dass das Rad selber, der Felgenring selber nicht verbogen ist, sondern nur eben diese beiden Speichen. Durch diese beiden Speichen, das so ausgelöst wurde. Das werden wir jetzt gleich sehen. Dazu muss ich die natürlich rausnehmen. Next. Entschuldigung, dass ich zu lange gedauert habe, aber ihr werdet es gar nicht mitkriegen. Ich war jetzt gerade über eine Stunde weg. War ich beim Nachbarn drüben. Also beide Schaltzüge sind hier zu machen. Ja, da. Kann man ja sehr schön sehen. Wenn man nämlich hier zieht, passiert Folgendes. Ja. Wie man sieht. Hier auch. Da. Da. Passiert das Gleiche. Ja. Da. Zack.
verrottete Schaltzüge. Bremsbelag einmal erneuert, so viel kommt bei so einem Scheck zusammen. Ne? Bremsbelag muss ja erneuert werden. Die Bremszüge sind noch okay, sehen noch sauber aus hier drin. Das ist alles in Ordnung. Bremsbelag vorne muss ja erneuert werden. Bremse wieder gängig gemacht werden, weil sie ein bisschen verklemmt war. Ein bisschen eingerottet, ein bisschen gängig gemacht, eingestellt, wieder alle check, das läuft. Aufpumpen, selbstverständlich, aber eben hier die Züge, Schaltzüge müssen gemacht werden. Das ist das. Wenn die Schaltzüge gemacht sind, ist das Rad fertig und kann auch raus. Schaltzugtausch. Hab da jetzt auch alle schon oft genug gesehen bei mir eigentlich, aber. Damit ist nicht mehr zu löten mit so weit hier. Könnt ihr vergessen. Könnt ihr wohl vergessen, ja. Auch neu. Und den hier selbstverständlich auch neu. Einmal, zweimal, dreimal. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt natürlich noch die Züge raus, durch neue ersetzen. Die alten Schaltzüge durch gute neue. Thorsten ist da, der Hypochonder, traut sich raus. Okay, schalte ich. Das viel. Ja, wir dürfen. Sauerstoff. Ja, es ist gefährlich heutzutage. Wochenende zu. Ja. Das war gerade der Weckruf von meiner Tochter draußen. Es ist 4 Uhr. Na gut, wenn es 4 Uhr ist, dann komme ich dort glatt nach Hause. Also, liebe Leute, das war's für heute. Ich habe die zwei Züge gemacht. Die trenne ich jetzt natürlich noch. Das werde ich jetzt noch machen. Ich werde die noch kappen. Und ich werde die noch mit einer Endhülse versehen. Aber das war's denn. Schicht ist Schicht. Die Mutti braucht meine Hilfe. Zu Hause auch. Was haben wir heute gemacht? Die ganze Menge Räder war eigentlich. Also im Grunde genommen, wenn der Sommer normal verlaufen wäre, das wäre toll gewesen. Das wäre richtig gut gewesen. Und 9 Uhr angefangen, dann hätte ich auch schon alle Räder durch. Jetzt haben wir nur noch Alex sein Rad zu machen. Okay, das ist fertig. Na denn. Jo.
Ja, wie schon erwartet. Ah, und sie malt mit Filzstiften jetzt, ja? Mhm. Und so? Ja, Hand ist angemalt. Naja, wir haben sie gekämpft heute. Papa, ich wollte dir mal mein Bild zeigen. Gut, ich sag jetzt Feierabend. Also, schönen Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. Eventuell, morgen ist ja Feiertag, ne? Ja. Und jeder Feiertag ist ein freier Tag. Oh, ist das süß! Ist das süß! Guck mal hier, ist das süß! Der andere hat das mit ganz Anouk gemalt. So. Städte der Berliner Bär. Wird Baby? Babybär? Der Baby-Berliner Bär und der große Berliner Bär. Ja, sehr toll gemacht. Super. Vielleicht sieht man morgen nicht im Laden offiziell, zumindest nicht. Vielleicht räume ich ein bisschen aufräumen müssen wir, Anouk. Vielleicht kannst du mir wirklich mal helfen beim Aufräumen ein bisschen. Ja, wäre schön. Denn die Ordnung, ich muss wieder Grundordnung hinkriegen. Das ist jetzt alles so verschoben, weil ich den einen Keller gemacht habe, denn die Räumung hatte, denn dies, das und jenes dazu kam, alle Mieträder drinstehen. Aber kriegen wir hin. Mach keine Experimente, Anouk. Nicht, dass das hier rumstreut überall. Also wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao, sagt Tommy und Familie. Da, tschüss. Da am Kochen, da am Suchen nach Nahrung. Hier, da hast du noch Ciao.